Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Mittwoch, den 22. September, es sind 17.37 Uhr und hier geht es wieder um den DAX. Also es war eine schicke Bewegung am Montag, das hat, ich fand schon, es hat Spaß gemacht. Das war ziemlich heftig, aber es war in Ordnung. Auffallend war, und das fällt mir sowieso auf, dass hier momentan eine extreme Branchenrotation stattfindet. Also am Montag haben sie ja auf die Banken drauf geprügelt, das war schon erstaunlich. Ich habe eine Commerzbank gesehen bei 5,02 und die sind gerade eben wieder bei 5,27. Dagegen sind dann innerhalb von Minuten ab 16 Uhr zum Beispiel die Tourismusaktien alle gestiegen. Ob das Sixt ist oder Accor oder TUI oder Airbnb. Diese Branchenrotation ist heftig. Heute haben wir die Banken im Plus, wir haben die Autos im Plus, die man auch längere Zeit nicht mehr haben wollte. Also das finde ich hochinteressant, was da passiert. Aber zurück zu der Bewegung. Hat er hier noch recht gut gehalten hier an seinen Extrempunkten? Aber mir wäre schon lieber gewesen, dass wir irgendwann mal hier eine 200-Punkte, eine 200-Tage-Linie abarbeiten. Die steigt am Tag 10 Punkte. Die ist also morgen bei 14.945. Nächste Woche ist die über der 15.000. Das wäre mir schon lieber gewesen. Ich habe jetzt diese beiden, ich denke, es sind die blauen Linien, nicht verlängert, weil ich will gleich was dazu sagen. Und zwar, mal hier auf den DAX gerechnet. Das obere Band ist der Bewegung entgegengesetzt, der obere Band hat die Richtung geändert, das heißt, hier sollte nochmal eine Entlastung kommen. Das wird bestätigt über die moderne Sichtweise vom MACD, ist auch leicht positiv hier schon. Fehlt noch einer, der kürzer ist, um es etwas zu generieren. Dann haben wir hier den Oszillator. Der Oszillator ist natürlich positiv und da bringe ich gleich eine Liste rein. Aber erst noch beim DAX fertig, das ist die 20-Tage-Linie. Heute hier und jetzt bei 15.677, verliert am Tag im Moment 21 Punkte. Das ist für mich rein vom Chart her der erste Widerstand. Oftmals ist es so, dass wenn ein Band gebrochen wird, der Markt bis zur Mitte des Bandes, und das ist ja die 20-Tage-Linie im Tageschart, zurückläuft. Das kann der gerne machen, ist kein Problem. Jetzt zu der versprochenen Liste. Hier beim Trader Fox kann ich so einen Trader Wingman machen. Und das ist meiner. Das sind meine Formel, die ich da eingestellt habe. Und ich musste eben so lachen. Ich habe den mal aufgemacht, um zu gucken, was ist ja. Überall Long Tracking. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit der Maus hier rüber, damit es hier nicht so grau wird. Schauen Sie mal hier auf diese Dinger. Da ist aber nichts negativ. Ja. Um Heidelberger, Nokia, AXA, Munich Re, Commerzbank, Nel, wie sie alle heißen, querbeet überall. Ab und zu gibt es mal hier einen Hammer. Das war heute bei Schaeffler, beziehungsweise gestern bei Schaeffler. Es gibt dann neue 52-Wochen-Hochs, wie zum Beispiel hier in Sixt. 21 Euro in 5 Tagen, sensationell. Da ist mal wieder ein Hammer bei Around Town. Alles positiv. Es gibt nur einen Wert, der kommt hier unten, der ist negativ. Aber das ist falsch. Das ist die Lufthansa. Ja, da ist die Kapitalerhöhung noch nicht berücksichtigt. Ja, da wird der Kurs angepasst und dann gibt es diesen Shootingstar ja auch nicht mehr. Überall Kaufsignale in der Stochastik. Das ist völlig normal. Wenn man so eine Bewegung hat, dann wird die Stochastik gezogen wie so ein Gummiband, dann losgelassen, dann knallt die auch nach oben dementsprechend. Jetzt gehe ich mal mit euch auf, muss ich erst diesen, das hier abspeichern, habe ich ein bisschen was vorbereitet, auf die 4 Stunden. So, das sind die 4 Stunden. Ich habe jetzt hier zwei FIBO-Linien eingezeichnet, FIBO-Bereiche. Der eine ist, also für mich ist das leider gleich, das soll hier blau sein und das hier schwarz. Für mich ist das leider eine Farbe, das ist ein bisschen schwierig manchmal. Den längeren habe ich gezogen hier von dem fast All-Time-High 16.005 runter bis zu 15.016, was wir am Montag hatten. Und den kürzeren von dem letzten Hochpunkt hier, 15.790 bis runter. Auffallend ist dabei, wir haben, jetzt muss ich echt aufpassen mit den Farben, wir haben für die kurze Zeiteinheit, sind wir gerade eben bei dem 61,8er Retracement. Und das liegt ziemlich identisch mit dem DAX-Schlusskurs vom Montag bei 15.490,17 war der. Da sind wir aber dran. Und direkt dahinter gibt es diese Linie hier, das ist das 50er Retracement von der längeren Bewegung. Und das ist bei 15.512. Im Moment sind wir bei 15.504. Der hat die FIBO schön abgearbeitet, also zumindest die, was hier blau sein soll. Ja, von unten ran an das 50er, zurück auf das 38er und hoch auf das 61er.
Hier haben wir natürlich 20er-Kleid im Durchschnitt überboten. Und auch hier, die Bollinger-Bänder funktionieren gut im 4-Stunden-Bereich. Ich schaue nicht so sehr auf die Stunde, aber im 4-Stunden-Bereich. Hier, das der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band dreht hier oben um. Das ist dieser Kurs. Natürlich kann man hier kaufen, ja, Doppelboden, wie auch immer. Aber das ist für mich Zockerei. Der Kauf hier war besser oder sagen wir mal sicherer als der Kauf hier unten bzw. hier am Schluss. Hier auf dem 4-Stunden-Chart gefällt mir aber eins noch nicht ganz. Wir haben im 4-Stunden-Bereich die Stochastik schon ziemlich ausgeschöpft. Es ist kein Verkaufssignal, aber wir gelten jetzt sogar schon wieder nach dieser Bewegung als überhitzt. MACD ist noch in Ordnung. Und ich habe halt hier diese diversen Fibo-Widerstände. Der nächste, rein vom Chart her, ist hier bei der 15.600. Erinnert euch, da sind wir mal dran gegangen. Und als wir dann durchgingen, fing die ganze Geschichte an zu fallen. Machen wir mal die Stunde, um da mal das alles ein bisschen einzukreisen. Hier sind wieder diese Linien. Also wie gesagt, das hier soll blau sein. Ja. Schöne Korrektur, gar keine Frage, aber es ist nur der Korrekturmodus. Ich sehe hier keinen neuen Antrieb, dass wir irgendwo hier hochgehen. Vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahl. Ich glaube das nicht. Heute Abend kommt noch die Fed. Mal gucken, was da passiert. Die Stunde ebenfalls schon knallig hoch. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir hier in einen Widerstandsbereich reinlaufen werden, der bis zu 15.600 gehen kann, den eben gezeigten. Ich habe mich für folgende Scheine entschieden. Ich persönlich werde keinen Long kaufen. Ich mache das nicht, aber jetzt gehe ich mal zurück auf den Tag, damit ihr das ein bisschen deutlicher seht, warum ich den gewählt habe. Ich habe den hier gewählt, 14.879 als Call. Da bin ich auch noch unter der 200-Tage-Linie. Ich finde die Sicherheit, die wir momentan hier drin haben, trügerisch. Deswegen habe ich einen genommen, der hier ist. Ich werde ihn nicht kaufen und wer den macht, muss bitte schauen, was er an der 20-Tage-Linie macht. Ich sehe da einfach nicht mehr so viel Potenzial. Ich habe kein, also der Schein hier, das ist der 14.879er, hat die Kennnummer GH3XYR. Beim Short habe ich weniger Probleme. Hat auch einen 25er Hebel, wie eben der Call. Und zwar habe ich jetzt hier einen 16.125er. Da sind wir hinter dem All-Time-High. Da sind wir sogar hinter dem oberen Band. Den mag ich lieber und den werde ich mir ganz genau anschauen, wenn wir es überhaupt schaffen sollten, bis zur 20-Tage-Linie zu gehen. Also ich glaube nach wie vor, es wird nicht nur bis Sonntag spannend, sondern auch die zwei folgenden Wochen werden spannend, wenn da Koalitionsverhandlungen sind. Ich werde mich, das muss man kurzfristig entscheiden hier. Das ist keine Geschichte, wo man, meine ich, eine seriöse Analyse auf Sicht von einer Woche machen kann. Man kann nur verschiedene Chartmarken nennen. Man muss dann davon ausgehen, wenn die über- oder unterboten werden, dass da eine Akzeleration in die jeweilige Richtung reinkommen kann. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.